Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute die Kata. Hallo. Und schau mal, Katja, wir befinden uns heute wieder im Gefängnis. Das ist ja so nice. Mit dabei ist Baloo und auch Bella. Hallo, ihr beiden. Oh, hallo, ihr zwei. Oh, ich freue mich, euch zu sehen. Oh, ist so süß. Und Moment mal, wir sind gar nicht bei uns neu in der Zelle. Oh, das stimmt. Wir befinden uns hier vorne am Gefängniseingang. Und schau mal, Katja, da vorne ist eine Wache. Und willst du mal mit der Wache sprechen? Oh, ja. Und Moment mal, hallo, Herr Wache. Und... Oh, hallo, Katja und Epic. Ihr müsst in den Zellenblock C. Viel Spaß im neuen Zellenblock. Oh, Epic, wir müssen den Zellenblock ändern. Oh, das stimmt. Davor hatten wir unsere Zelle im Zellenblock A und jetzt müssen wir in den C-Zellenblock. Was ist denn da los? Und Katja, weißt du was? Was denn? Die Gefängnisinsassen aus dem B-Zellenblock sind wirklich richtig doll böse. Oh, oh. Zum Glück dürfen wir in den C-Zellenblock und ich bin wirklich so doll gespannt, wie unsere neue Zelle aussehen wird. Das wird so cool vor allen Dingen. Bella und Baloo sind auch mit dabei. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in den neuen Zellenblock. So, bitte alle hier lang. So, zack. Das ist so nice. Oh, und hoffentlich bekommen wir eine richtig nice Zelle. Die darf gar nicht so doof aussehen. Ich meine, unsere letzte Zelle war so schön. Wir hatten so viele Räume und vor allem, wir hatten einen Pool. Das war so cool. Oh, ich bin auch wirklich richtig doll gespannt, wie unsere neue Zelle aussehen wird. Okay, Katja, ab zur neuen Zelle. Oh, das wird so cool. Und ich hoffe, dass es Baloo und Bella auch wirklich richtig gut dort gefällt. Oh, stimmt, ich auch. Und Moment. Hi, unsere anderen Insassen. Und da ist Zellenblock C. Oh, das stimmt. Hier ist Zellenblock A mit unserer alten Zelle darin. Da ist Zellenblock B mit den wirklich richtig fiesen Gefängnisinsassen und hier ist Zellenblock C und da hinten ist der Shop. So nice. Und warte mal, Katja. Guck mal da hinten, da steht was auf den Schildern. Oh, stimmt. Moment mal, vielleicht gibt es irgendwie Neuigkeiten oder so. Oh, ja, und was steht denn hier? Gefängniswahl. Oh. Und schau mal, Katja, hier kann sich jeder Gefängnisinsasse zur Wahl stellen lassen und da können wir den wählen. Das ist ja so cool und hey, Baloo, was machst du denn hier für ein Quatsch? Nicht in den Hopper reinhüpfen. Nein. Wir müssen hier die Wahlzettel reinwerfen. Welchen Gefängnisinsassen wir wählen. Und warte mal, Katja, ich nehme hier einen Zettel raus. So, das ist mein Zettel. Und den werfe ich hier rein. Und hoffentlich werde ich gewählt. Das wäre so cool. Und zack, dann nehme ich hier natürlich noch ein Schild raus. Und dann schreibe ich hier natürlich meinen Namen drauf. So, Epicstan. Es wäre wirklich richtig cool, wenn ich gewählt werden würde. Das ist so nice. Und warte mal, willst du auch deinen Zettel reinwerfen? Oh ja, ich bin aber für dich auch. Moment mal, ich habe jetzt meine Stimme für dich abgegeben. Ah, das ist lieb von dir, Katja. Jetzt habe ich schon zwei Stimmen. Oh, stimmt. Und ich bin auch richtig doll gespannt, naja, wer sich noch so aufstellen wird. Vielleicht werden sich ein paar vom B-Zellenblock aufstellen. Das wäre gar nicht gut. Oh, das stimmt. Die vom B-Zellenblock sind wirklich richtig fies. Das wäre ganz und gar nicht gut, wenn die gewählt werden würden. Oh, und hey, Baloo, was machst du denn da oben? Pass bloß auf, dass du da nicht runterfällst. Oh, oh. Okay, Katja. Dann würde ich sagen, wir gehen uns jetzt im C-Zellenblock unsere neue Zelle anschauen. Oh, stimmt. Oh, ich bin so gespannt. Hm, vielleicht ist sie auch klitzeklein und wir können da gar nicht zusammen schlafen. Oh, das stimmt. Das wäre ganz und gar nicht gut. Aber warte mal, wo ist denn unsere Zelle, Katja? Ich bin mir da echt nicht ganz sicher. Also, mir wurde nichts gesagt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht hier unten. Und warte mal, ist hier wer drinne? Hallo? Sieht nicht so aus. Okay, warte mal. Vielleicht ist unsere Zelle ja auch oben in der ersten Etage. Das wäre cool. Da hätten wir wirklich einen richtig guten Ausblick. Hier und hier und... Schau mal, Katja, hier ist unsere Zelle. Oh. Ah. Was ist denn hier los? Hier ist einfach Erde auf dem Boden und hier haben wir einen kleinen Vorhang. Und hier können wir schlafen. Hier ist mein Bettchen und da ist dein Bettchen. Und hey, Baloo und Bella gehen direkt auf die Bettchen und springen da rum. Ach, Mann. Oh, stimmt. Das sind solche Quatschmacher. Aber mir gefällt die Zelle eigentlich ganz gut bis jetzt. Oh, das stimmt. Und schau mal, Baloo hat hier seine kleine Hundehütte und auch ein bisschen was zum Essen. Und Bella hat hier einen kleinen Katzenbaum. Oh, das ist ja so süß. Und schau mal, Katja, wenn abends die Zelle zugemacht wird, dann bekommen wir hier durch, naja, unser Essen und Trinken. Oh, schau mal, Bella hat da hochgefunden. Hallo, Bella, da. Oh, so süß. Ich habe Baloo und Bella wirklich richtig doll gerne. Und warte mal, Katja, ich schau mal kurz auf den Tagesplan, was wir jetzt machen müssen. Und okay, Frühstück ist ab 7 Uhr, Arbeiten ist von 7.20 Uhr bis 12 Uhr, Mittagessen ist um 12 Uhr und Freizeit ist von 12 bis 19 Uhr, Abendessen ist um 19 Uhr. Dann müssen wir Sport machen von 19.30 Uhr bis um 21 Uhr. Und um 22 Uhr ist Nachtruhe. Okay. Dann würde ich sagen, Katja, wir gehen jetzt Mittagessen und danach haben wir Freizeit. So cool. Und ich habe noch eine richtig gute Idee, was wir nach dem Mittagessen machen können. Was denn? Wir könnten in den Shop gehen und dort, naja, unsere Zelle ein bisschen upgraden. Oh, stimmt. Vielleicht können wir ja doch nochmal den Boden austauschen gegen Holz, weil ich meine, auf Dauer werden die Schuhe ganz schön dreckig hier. Oh, das stimmt. Und schau mal, Bella hat ein kleines Versteck gefunden. So süß. Und was?
warte mal. Balu, wo warst du denn, du kleiner Quatschmacher? Hey. Ach Mann. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen zuerst mal Mittagessen. Ich glaube, Balu und Bella haben auch richtig, richtig doll viel Hunger. Und danach gehen wir in den Shop und upgraden unsere neue Zelle. Das wird so cool. Oh, stimmt. Und weißt du schon, was du isst? Ich bin mir noch gar nicht sicher. Vielleicht Nudelchen oder ein paar Melönchen. Oh, hört sich gut an. Also ich bin auf jeden Fall für Nudeln. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Und Balu und Bella bekommen natürlich auch was richtig Leckeres zum Essen. So und so und so. Und schau mal, Katja. Hier vorne ist das Frühstück ab 7 Uhr und hier ist das Mittagessen. Ah, sehr gut. Hier gibt's Gemüse, Fisch und Fleisch. Oh, sehr, sehr, sehr nice. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich hole erstmal zwei Fleisch für Balu raus und zwei Fischlis für Bella. Und warte mal. Balu? Ich glaube, Balu ist in der Küche. Nein, 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 Balu. Du darfst nicht in die Küche gehen. Hey, wo bist du denn nur, du kleiner Quatschmacher? Bella ist auch in der Küche. Balu? Denn da steht ein Kuchen. Du darfst keinen Kuchen essen, Balu. Davon bekommst du Bauchschmerzen. Das ist ganz und gar nicht gut. Nein, nein, nein. Ich habe hier Steak für dich. Bitteschön. Und bitteschön. Guten Appetit, Balu. Und guck mal, Bella. Du bekommst natürlich zwei Fischlis. Bitteschön. Und Balu, ich habe das ganz genau gesehen. Du hast den ganzen Kuchen weggenascht. Nein, 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 nein. Das darfst du nicht, Balu. Ach, Mann. Katja? Ja? Balu muss auf Diät. Der hat viel zu viel Kuchen gegessen. Oh, stimmt. Balu, heute gibt es kein Fleisch für dich. Ach, Mann. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich nehme mir noch ein paar gebackene Kartoffeln mit raus und noch ein Chicken. Oh, sehr gut. Und Katja, wo wollen wir uns hinsetzen? Ich würde mich gerne hier hinten hinsetzen. Aha, sehr gut. Okay, okay, da komme ich neben dich. So und so und so. Nein. Und zack. Und da können wir zusammen Mittag essen. Sehr cool. Guten Appetit, Katja. Und njam, 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 njam. Oh, das Chicken ist so lecker. Nom. Und jetzt so ein paar Kartoffelchen. Und zack. Und du hattest eine Nudelsuppe und Cookies. Oh, so cool. Das hat wirklich richtig, richtig lecker geschmeckt. Und schau mal, Balu hat sich hier richtig süß hingesetzt. Ach, Mann. Okay, Katja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zum Shop und upgraden unsere Zelle ein bisschen. Das ist ja so cool. Und Moment mal, ich glaube, ich nehme den Cookie einfach mit. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe auch meine Kartoffelchen mitgenommen. So, da geht's hier entlang und warte mal, es hat sich noch kein neuer hier eingetragen. Bis jetzt bin ich der Einzige, für den gewählt wurde. Das ist ja cool. Oh, stimmt. Nice. Oh, ja. Okay, okay, jetzt geht's hier entlang, da geht's hier in den Shop rein. Und schau mal, Katja. Oh, die schlechteste Zelle kostet 50 Gold, die bessere kostet 150 Gold, dann die nächste kostet 300 Gold und die kostet 350 Gold und die allerbeste Zelle kostet 1000 Gold. Das sind sogar Diamanten am Boden und wir haben hier sogar eine Kiste und hier eine Ablage aus Gold. Oh, das sieht ja so schön aus, aber warte mal, wir haben gar kein Gold. Und vor allem haben wir nicht mal diese Zelle. Was haben wir denn dann für eine Zelle bekommen? Ich glaube, wir haben die aller schlechteste Zelle. Ach Mann. Ich glaube, Katja, wir müssen erstmal arbeiten, damit wir Gold bekommen und uns dann die Zelle hier kaufen können. Oh, da hast du recht. Ich glaube, wir sollten uns auf Dauer einen Job suchen, damit wir auf jeden Fall, naja, wenigstens den Boden austauschen können. Oh, das stimmt. Ach, Mann. Au, und jetzt können wir auch in unseren Zellenblock... Oh, warte, Epic. Siehst du das da oben? Da ist Stroh? Oh, oder irgendwie das stimmt. Nest? Da ist ein Nest oben auf dem Turm. Das ist ja so cool. Aber warte mal. Wollen wir vielleicht nachschauen, ob da irgendwas drin ist in dem Nest? Oh, vielleicht ist da ein Vögelchen oder vielleicht irgendwas anderes. Wir müssen unbedingt nachschauen. Aber Moment mal, das ist ja eigentlich ein Wachturm. Das heißt, da sind überall Wachen drumrum. Oh, das stimmt, Katja. Ich würde sagen, wir warten, bis es dunkel ist und bauen uns dann mit Leitern ganz heimlich am Turm außen entlang nach oben und schauen dann, was oben im Nest drin ist. Oh, das ist eine super Idee. Okay, Moment mal. Also drumrum. Ich habe ein paar Steinchen. Guck mal. Du bekommst die Hälfte von meinem Cobblestone, okay? Oh ja, dankeschön. Und warte mal, willst du noch eine Spitzhacke haben? Oh ja. Bitteschön. Oh, danke dir, Katja. Und hast du vielleicht noch ein paar Leitern für mich? Oh, Leitern habe ich auch. Ja, bitteschön. Danke, danke. Sehr cool. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir setzen uns hier hin und warten, bis es dunkel wird. Das wird so nice. Und ich bin wirklich so doll gespannt, was sich da oben in dem Nest drin befindet. Ach, mein Gott. Guck mal, ich sitze neben dir. Hallo. Hi. Und was, wenn es da oben böse ist? Ja, ich glaube nicht, Katja. Na gut. Oh, schau. Aber Katja, es ist jetzt schon wirklich richtig, richtig dunkel geworden. Und ich würde sagen, wir schleichen uns so richtig, richtig heimlich hier zum Wachturm hin. Und wir bauen uns nach ganz oben zum Nest. Das wird so nice. Okay, okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal die Leitern dran. So und so und so. Dann kann man hier in die Richtung klettern. Warte mal, da kommen hier Leitern dran. Und oh, ich bin runtergeblumst. Moment mal. Aufpassen. Ab nach oben. Hallo, Katja. Puh. Du bist... Nein, ich bin auch runtergefallen. Warte mal, so und so. Jetzt können wir hier besser hochklettern. Und hops, da geht's hier nach drauf. Jetzt bin ich hier oben. Oh, ich bin so gespannt, was ich da oben in dem Nest befinde. Das ist ja so nice. Und schau mal, Katja, ich würde sagen, wir buddeln hier ein kleines Löchlein durch und jetzt können wir hier nach oben laufen. Das ist ja so, so, so nice. Dann geht's hier weiter nach oben und hier weiter nach oben und da oben ist das Nest tatsächlich. Dann buddel ich mich hier noch ein bisschen durch. So und so und so. Oh, hallo Balu, ich sehe dich da unten. Kuckuck. Hi. Oh, so, so, so süß. Okay, Katja, dann würde ich sagen, wir bauen uns hier weiter nach oben und ich
habe richtig doll Angst, hier runterzufallen. Moment mal. Und zack, jetzt geht's hier weiter. So und so und so. Und wir sind auf dem Dach vom Wachturm. So nice. Und Moment mal, da ist das Nest. Was denkst du, ist drin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und warte mal, hier ist eine kleine Schnecke drin. Oh, die ist ja süß. Hi, Snacko. Hallo, da. Und warte mal, die ist ja richtig lieb und sie freut sich, uns zu sehen. Oh, denkst du, Kater, sie mag ein paar Kartoffeln essen? Oh, bestimmt. Gib ihr mal eine. Guck mal, Schnecke, eine Kartoffel für dich. Und, oh, sie hat sie aufgegessen. So süß. Ich mag die Schnecke wirklich richtig doll gerne. Kater? Was denn? Darf ich die Schnecke als Haustier behalten? Oh, natürlich. Ich meine, wenn die Schnecke das auch möchte. Oh ja, oh. So cool. Wir haben ein neues Haustier, Kater, eine kleine süße Schnecke. Oh, wie süß. Okay, okay, Moment mal. Ich nehme hier auch ein bisschen das Stroh mit und zack und zack und zack. Und Moment mal, ich habe ihr Nest, aber naja, Schnecke, warum hast du es hier oben hingebaut? Aber wir können es mitnehmen in unsere Zelle und ihr ein bisschen Platz machen. Oh, das stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Und es ist tatsächlich auch richtig doll dunkel und ich bin richtig, richtig doll müde. Okay, okay, Kater. Dann würde ich sagen, wir klettern hier wieder nach unten und gehen in unsere Zelle. Oh, sehr cool. Oh, das ist wirklich so doll süß. Wir haben Baloo, wir haben Bella und wir haben wirklich eine richtig süße Schnecke. Hallo, du kleine Schnecke. Aber weißt du mal, Katja, wie soll denn die Schnecke heißen? Oh, ich weiß noch gar nicht. Naja, für eine Schnecke einen Namen zu finden, ist echt schwierig. Aber weißt du, was richtig gut ist? Ich glaube, Bella und Baloo finden die Schnecke richtig interessant. Oh, das stimmt. Ich glaube, Bella und Baloo mögen die Schnecke richtig doll gerne. Oh, hallo, kleine Schnecke. Oh, so süß. Schau mal, das hier ist unsere Zelle. Oh, wie cool. Oh. Und guck mal, kleine Schnecke, die liebe Kater hat ein bisschen Heu für dich dabei und dort kannst du dann drauf schlafen. So, so, so süß. Oh, stimmt. Und schau mal, Kater, wir haben ja Baloo und Bella und die kleine Schnecke. Und Leute, wenn ihr einen richtig, richtig süßen Namen für die Schnecke habt, dann könnt ihr den mal richtig gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin wirklich richtig, richtig doll gespannt. So, so, so cool. Oh ja, ich bin auch gespannt auf euren Namen. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.